Hallöchen und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und zu unserem, ich weiß gar nicht wievielten Teil meiner Weight Watchers Food Haul Reihe. Wir hatten ja schon DM mit dabei, wir hatten Aldi dabei, wir hatten, was hatten wir denn noch? Lidl hatten wir. Und heute ist Edeka dran. Ganz ehrlich, ich gehe nie bei Edeka einkaufen. Und ich war auch richtig Struggle da irgendwie. Da funktioniert irgendwie alles anders. Es war jetzt auch so ein mega krasses Edeka, was so mega neu ist. 1 Million Menschen, die da gearbeitet haben. Irgendwie kam ich mit den Gängen nicht klar, weil ich immer kreuz und quer gelaufen bin. Und an den Kassen habe ich das auch noch nie gesehen. Ich gebe meinen Einkaufswagen so ab und dann musste ich schon wieder weitergehen. Die haben das dann irgendwie eingescannt. Ich habe dann aber an einer anderen Kasse wieder bezahlt. Oh mein Gott, gar nichts für mich. Also so war der Laden echt schön und auch eine mega Auswahl, muss ich sagen. Wobei ich mich auch zwischendurch immer gefragt habe, muss ich denn jetzt 12 verschiedene Sorten Kokosmilch haben oder sonstiges oder so. Und da liefen auch tatsächlich 2 Leute rum, die die ganze Zeit nur Sachen aussortiert haben, die halt wegschmelzen, denke ich. Weil die immer gesagt haben, so ja, das ist noch haltbar, das nicht halt. Und ich finde, sowas muss in der heutigen Zeit irgendwie nicht sein. Mir hätte jetzt auch ein kleinerer Laden gereicht, wo man halt vielleicht 2 verschiedene Produkte zur Auswahl hätte. Aber nur so viel dazu. Jetzt geht's los. Ich habe auf jeden Fall ein paar coole Produkte gefunden. Ich versuche ja immer so ein bisschen was Besonderes aus jedem Markt mitzunehmen und natürlich auch die gängigen Sachen. Und ich habe auf jeden Fall ein paar coole Sachen gefunden. Wir starten auf jeden Fall erstmal. Okay, los geht's mit hier einem Snack. Und zwar sind das Hirsebällchen von Alnatura. Ich wusste gar nicht, dass es die da gibt. Ich glaube, die gab es früher immer bei DM, ne? Alnatura oder so. Und die, ich habe natürlich alles gescannt wieder. Ich darf euch nicht erzählen, weil letztes Mal hat sich jemand ganz fürchterlich darüber aufgeregt, dass ich hier mal ab und zu ein paar Punkte nenne. Und deswegen lassen wir das, ne? ich sage euch aber auf jeden Fall die Kalorienangaben, dann könnt ihr so ein bisschen einen kleinen Wert schätzen. Und 384 haben wir hier an Kalorien auf 100 Gramm. Man könnte es fast schon Yasio Haul nennen. Vielleicht nenne ich das auch Yasio Weight Watchers Haul. Mal gucken, was ich daraus so mache. Dann habe ich was richtig Cooles gefunden. Und zwar ein Minutenbrot. Und das hat wirklich ganz wenig Punkte. Das ist so eine Mischung halt, eine gesunde aus Superfood. Goji Bean, Haselnuss, Chiasamen. Und dann rührt ihr das nur noch mit Wasser an und könnt es in einer Mikrowelle backen. Und ich musste es einfach ausprobieren. Es war auch gar nicht so teuer. Oft sind ja diese Sachen sehr teuer, beziehungsweise bei Edeka habe ich festgestellt, noch mal teurer irgendwie. Also ich fand es echt schon krass manchmal, was die so nehmen, muss ich echt sagen. Bin ich ehrlich gesagt auch nicht so bereit für auszugeben. Für manches schon, für manches nicht. Ich sag mal so, wenn du irgendwas echt krass brauchst gerade und nicht weißt, wo du es finden kannst, da findest du es auf jeden Fall. Aber die Preise sind schon happig, finde ich. So, hier haben wir pro Portion 156 Kalorien. Finde ich ganz gut für so ein Brot. Man weiß natürlich nicht, wie groß das wird in der Mikrowelle, aber ich wollte es auf jeden Fall ausprobieren. So, und jetzt habe ich ein bisschen was gefunden zum Trinken. Denn ich trinke super gern Gin Tonic und ich habe da auch schon ein Rezept zugemacht. Ich verlinke euch das einfach mal hier unten in der Infobox, ich glaube hier unten. Ihr werdet es sehen, ich blende euch hier so ein kleines Dreieck ein, das ganz kleine da drunter, da müsst ihr draufklicken, dann findet ihr das. Da kommt ihr auch übrigens zu meinem Instagram-Kanal und zu meiner Facebook-Gruppe, die ich habe, auch alles natürlich auf Weight Watchers und Yasio basierend. Und zwar ist das Schweppes Zero und da gibt es verschiedene. Das ist das Indian Tonic Water. Es gab aber auch dieses Bitter Lemon Zero, was ich mega gut finde. Denn dann hat so ein Drink gerade mal 2 Punkte, was ich mega gut finde. Wenn man mal was trinken möchte. Ich trinke ja echt wenig. Also ich trinke eigentlich fast nie Alkohol. Es sei denn, ich gehe halt wirklich weg. Dann trinke ich auch gerne Alkohol. Wie geht's euch? Da schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann habe ich was Gutes gefunden und zwar Babywell Light. Und zwar einfach so, ich bin echt nicht so der Käsefan, aber wenn man mal so einen Käsehunger hat, finde ich das richtig cool. Und das war so ein Tipp in unserer Weight Watchers Gruppe, dass die so wenig Punkte haben. Ja. Das ist nur so eine hellblaue Verpackung. Ich weiß gar nicht, ob die immer hellblau sind, aber ich glaube, die haben dieses hellblaue Schild halt wirklich dran. Während die anderen, glaube ich, dunkelblau oder so sind. Genau. Fand ich auf jeden Fall mega gut, dass es die da gab. Jetzt kommt aber was richtig Geiles. Und zwar habe ich punktefreundliches Eis im, nennen wir es mal Ben & Jerry Style gefunden. Wobei man sich Ben & Jerry einfach bei Weight Watchers oder Yasio nicht mehr erlauben kann, weil es einfach punktemäßig so krass reinhaut.
Und es gibt eine Marke, das finde ich richtig cool, die so diese Sorten haben, diesen Geschmack einfach haben, aber mit sau viel Protein und super, super wenig Kalorien. Das finde ich mega cool. Leider hatte der Edeka nur 2 Sorten, aber die hören sich auch schon richtig geil an. Und zwar Peanut Butter Cup, richtig geil. Und dann so ein ganz normales Vanilla Bean, also wohl aus einer echten Vanille, denke ich mal. Und ich finde, das kann man auch schon mal einfach so eine Kugel oder so überall mal mit reinmischen in einen Eiskaffee oder so. Deswegen habe ich gedacht, so, wenn ein Vanilleeis richtig gut schmeckt, dann schmecken die anderen bestimmt auch mega geil. Hier haben wir 280 Kalorien bei Vanille, hier haben wir 320, Peanut Butter halt, ne? Und auf 100 Milliliter oder was steht hier? 300? Ach, das sind nur die Kalorien für den ganzen Topf. Krass, ich dachte jetzt auf 100 Milliliter. Auf 100 Milliliter hätten wir hier nur 68 Kalorien und hier hätten wir dann nur 59 Kalorien. Das Eis ist eingefroren und bei uns gibt es heute Sushi-Rollen, aber nicht aus Algenblättern, denn das mögen die Kinder überhaupt nicht. Und ich muss sagen, es stört mich auch nicht so, wenn dieser algige Geschmack nicht unbedingt präsent ist. Und deswegen mache ich die aus Reisteigplatten. Platten. Die mussten mit, da sind 10 Stück drin. Gar nicht wahr, hier sind 45 bis 55 Stück drin. Ich glaube, ich habe mich gerade mit den Eiweiß-Wraps vertan. Und wir haben hier eine Kalorienmenge von 336 auf 100 Gramm. Wir haben hier 250 Gramm drin. Und die könnt ihr halt ganz normal so rollen, wenn die halt eingeweicht sind, wie diese Algenblätter. Mir fällt mal der Name nicht ein. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne reinschreiben hier unten in die Kommentare, wenn euch das einfällt. Ja, und so hat man halt wirklich was Schönes, Gesundes. Ich mache da so ein bisschen Thunfisch gekochten rein. Wir sind auch nicht so der rohe Fisch-Fan. Ein bisschen Avocado habe ich natürlich mitgenommen. Hier, was ich krass fand. Ich glaube, die hat 2,99 oder 3,99 gekostet. Das ist heftig, oder? Findet ihr nicht? Ja, und so ging es halt so ein bisschen so weiter. Ich weiß nicht, so. Mal gucken, ob ich da nochmal hingehe. So war natürlich auf jeden Fall ein Erlebnis. Die haben da so einen Sushi-Man, der da alles frisch macht, beziehungsweise drei. Ja, so eine Salatbar und sowas alles. Das war ganz cool gemacht, finde ich. Also, ich würde sagen, es ist so ein Laden für Leute, die wenig Zeit haben, weil da sehr, sehr viel Convenience war, fand ich. Ich koche halt immer lieber alles selber frisch. So, dann habe ich was vor. Und zwar werdet ihr das Rezept natürlich auch bei Instagram finden. Aber ich verrate noch nicht zu viel. Dafür brauchte ich diesen 0,1 Joghurt. Eins unserer Zeros. Ihr werdet es sehen. Das wird auf jeden Fall geil schmecken. Das weiß ich schon. Das sah auf jeden Fall super, super lecker aus, als ich es ausprobiert habe. Dann habe ich ganz normale 0,1er Milch mitgenommen. Die bekommt man ja leider nicht überall. Das ist das Problem. Dort gibt es die, aber auch nur von Weinstephan. Bei Real gibt es die noch. Oh, nee, Real hat 0,3. Aber ich glaube, die haben die auch. Aber so in den Discountern finde ich nie 0,1er Milch. Nie. Ich weiß nicht warum. Übrigens gibt es nach dem Sushi hier auch noch punktefreundliche Glückskekse. Die sind gar nicht so punktefreundlich. Also die sind schon punktefreundlich. Aber ich habe die jetzt nicht bewusst geholt, weil sie punktefreundlich sind. Ich habe sie einfach mal gescannt und war überrascht, sagen wir es mal so. Sind echt gut. 12 Wegweiser zum Glück heißen die. Dann habe ich mitgenommen, das fand ich echt cool, das habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo gesehen, vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, ich weiß es nicht, aber es gab Rama Creme Fien 7% in ja, haltbar, also dass man die nicht immer kühlen muss, weil die sind immer ziemlich schnell abgelaufen sonst und dann verkommen die mir oft und ich schmeiße halt nicht gern Lebensmittel weg. Und deswegen finde ich sowas echt mega praktisch, einfach so auf Vorrat zu haben. Und hier liegen wir bei 89 Kalorien pro Stück. Und ich habe euch natürlich wieder vergessen zu sagen, was der Joghurt zum Beispiel hat. 40 Kalorien pro 100 Gramm. Und dann hatten wir noch die Kekschen hier. Die haben nämlich nur pro Keks 24 Kalorien. Könnt ihr euch in etwa ausrechnen, was das hat, ne? So, wo machen wir weiter? Ich habe so viele coole Produkte gefunden. Ja, Skia, halt einfach so ein Standard, was wir immer da haben müssen für meinen Mann und mich, weil wir das immer essen. Wir essen sehr proteinreich, weil ich habe festgestellt, seitdem wir so proteinreich essen, ist man einfach auch länger satt und man hat einfach nicht diese Heißhungerattacken. Das ist total gut. Dann habe ich mal einen Kürbis mitgenommen. Denn ich hatte euch gefragt bei Instagram, das hat nichts mit dem Kürbis zu tun, ob ich mal für euch WW auf WW HelloFresh testen soll. Und zwar auf WW-Tauglichkeit, habe ich mir gedacht, damit es auch so ein bisschen Bezug hat. Beziehungsweise, was da überhaupt so möglich ist. Und ihr habt das ganz klar abgestimmt, dass ich das tun soll. Und deswegen gibt es diese Woche die erste Box zu sehen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie gefilmt. Ich
bin mal gespannt, weil ich bin ja sonst immer so der... Obwohl, Moment, ich konnte da anklicken, dass ich einen Thermomix habe. Das heißt, da wird bestimmt auch das ein oder andere Thermomix-Gericht sein. Ich bin super gespannt. Ich habe es noch nie getestet. Ich hatte noch nie eine Kochbox. Es kann nur eine Katastrophe werden. Nein, Quatsch. Ich gebe mir Mühe, dass es klappt. Und da sind halt wirklich für 3 Tage habe ich die Box bestellt. Also für 3 Tage habe ich halt Gericht. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, Mittwoch kommt die. Also heute gibt es dieses Sushi. Und morgen gibt es mal Kürbissuppe mit Buchstabennudeln, weil die müssen auch mal langsam weg. Die habe ich schon so lange irgendwie im Schrank. Und ja, da passt das halt ganz gut. Dann habe ich wieder Pupulettis mitgenommen. Tatsächlich ist das so ein Snack, wovon man sich echt mal am Abend so eine ganze Tüte gönnen kann und nicht nur so ein Händchen voll. Weil das ist, bin ich nicht so der Typ. Ich muss dann auch das ganz gut aufessen. Kennt ihr das? Ja. auch hier wieder auf 100 Gramm 405 Kalorien. Sorry, Leben. Dann haben wir Corny Free, wie immer. Einmal weiße Schokolade, einmal normale Schokolade. Und hierbei liegen wir bei einmal 67 Kalorien und auch nochmal 67 Kalorien. Genau gleich. Das ist total selten bei 2 verschiedenen Sorten, oder? So, ich habe hier schon voll den Turm gebaut. Gleich wird alles umfallen, glaube ich. Dann wollte ich mal wieder Hotdogs machen. Ist mein Großer halt mega gerne. Und da hatten die 3 verschiedene Hotdog-Brötchen wieder. Ich habe die alle gescannt, das waren jetzt so die punktefreundlichsten, die sind nicht wirklich punktefreundlich, wobei, wenn ihr wisst, was so Burgerbrötchen haben, mit denen könnt ihr es vergleichen, aber wir haben ja in unserer Metzgerei die 0-Punkte-Würstchen, verlinke ich euch auch mal, könnt ihr gerne mal drauf gucken. Und von daher ist dann so ein Brötchen auch gar nicht so schlimm. Ich mache dann einfach mehr Wurst drauf. Die sind hier bei 150 Kalorien pro Brötchen. Und die erinnern mich krass an Milchbrötchen von der Konsistenz. Die sind richtig, richtig weich. Die anderen sahen schon so vertrocknet aus. Dann habe ich übrigens ein Weight Watchers Produkt. Ich glaube, mein erstes, was ich so im Supermarkt gekauft habe. Die hatten relativ viele da. Und ja, sonst halt bei meinen Coaches, da habe ich halt schon mal was gekauft. Und zwar ist das Weight Watchers Brotaufstrich. Denn der hat nämlich ganz, ganz wenig Punkte. Das fand ich mega cool mit feinem Buttergeschmack. Was auch immer da drin. Weil wenn es Buttergeschmack hat, wird es keine echte Butter sein. Aber ich brauche das manchmal so unter irgendwas. Kennt ihr das? Gerade wenn ihr so rohen Schinken, Lachsschinken ist ja auch immer, hat ganz wenig, beziehungsweise auch teilweise gar nichts, je nachdem wie viel man isst. Und dann so ein bisschen, man muss da schon drunter. Ne? Dann ein Tipp für alle, die nicht gerne Wasser trinken. Es gibt diese, ja was sind das, so Sirup. Gibt es auch von SodaStream, gibt es von ganz vielen verschiedenen Marken. Und das fand ich mega cool, denn das ist ein Holunderblütensirup. Mit 0% Zucker. Wir liegen hier bei 2 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist nicht viel. Ihr könnt euch das selber ausrechnen, wie viele Punkte das hat oder auch nicht. Und ich finde das, glaube ich, auch ganz cool mit Sekt oder so. Dann hat man ja automatisch einen Hugo, aber ohne diesen Zuckergehalt einfach. Da werde ich mal ein bisschen dran rumtüfteln, würde ich sagen. Ach so, und ja, habe ich auch wieder die Kalorien vergessen. Und zwar haben wir hier pro Portion auf 10 Gramm wären das 17 Kalorien gerade mal. Also das ist echt okay. Boah, was ist los? Ich habe irgendwie Husten. Ich glaube, ich werde krank. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich so an. Dann habe ich einen Lipton Zero Sparkling Tee. Den trinkt mein Mann mega, mega gerne. Und jetzt gab es den halt wirklich mit 0 Zucker und so. Und das mussten wir unbedingt mal probieren. Beziehungsweise muss er das probieren. ob das genauso schmeckt. Und zwar haben wir hier 2 Kalorien auf 100 Milliliter. Wenn es genauso schmeckt, ist es natürlich eine mega Alternative. Ich liebe das ja auch, dass die ganzen Fantas im Moment einfach mit 0% Zucker geben. Egal ob Vanille, Kirsche, Erdbeer habe ich letztens. Boah, das schmeckt wie eine Erdbeerbowle. Man darf vielleicht noch so ein bisschen für den Sommer so ein bisschen Wodka reinkriegen. Ihr merkt schon, ich kenne mich aus mit den alkoholischen Getränken hier. könnte das echt eine coole Alternative sein. Weil Alkohol, wenn man echt Alkohol trinkt, haut es einfach mega rein. Ne? Und ich finde, da ist das schon ganz cool, wenn man da so ein paar Tricks hat. Dann Actimel hatte ich irgendwie mega Bock drauf und den gab es auch jetzt mit 0% Fett, beziehungsweise 0,1% Fett. da sind wir bei 27 Kalorien pro 100 Milliliter. Ich glaube, einer hat auch knapp 100 Milliliter. Sehr punktefreundlich und mir schmecken die super gut. Und auch wenn man mal so einen ganz kleinen Hunger hat, einfach eine super Lösung und soll ja angeblich noch gesund sein. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Auch die sind okay für Schokoladenzwieback. Ich esse den einfach mega gerne. Die Kinder essen den gerne. Und wenn man sich zügeln kann und wirklich mal nur so 1-2 Stück davon essen kann, oder das kann natürlich auch mal, je nachdem, wie ihr eure Punkte habt, wie ihr die verteilt, sind die
okay, also ich hätte gedacht, die hätten tatsächlich mehr, muss ich sagen. Hier haben eine Scheibe 33 Kalorien. Das ist der Reis der Glückskekse. Da habt ihr auch noch einen Spruch drin. Ne? Hier ist der Sushi-Reis. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was der an Punkten hat. Ich habe heute noch so viele Punkte über, weil ich ja so lange heute Morgen ausreiten war. Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich dann mein Mittagessen und Frühstück zusammengelegt und seitdem auch irgendwie nichts mehr gegessen. Deswegen kann ich da heute Abend auf jeden Fall zu lang. Hier sind wir bei 100 Gramm und 351 Kalorien. Das ist klar, Reis hat viel, alles was Kohlenhydrate hat, hat meist viel bei Weight Watchers. Genauso wie diese Vollkornnudeln, aber die halten halt einfach viel, viel länger satt als normale Nudeln. Und manchmal brauche ich es, ich muss es nicht immer haben, muss ich sagen, so Nudeln. Ich war früher ein totaler Pasta-Liebhaber, ehrlich. Ich finde Pasta auch noch richtig geil, Pasta finde ich auch richtig gut. Zum Beispiel bei Vapiano, die so selbstgemachte und so. Sowas liebe ich total, aber ich muss dieses normale Nudeln mit Tomatensauce, Nudeln mit Pesto oder sowas brauche ich gar nicht mehr so oft seit Weight Watchers, muss ich feststellen. Aber ab und zu gibt es natürlich, weil die Kinder die auch sau gerne essen. Und da sind wir bei einer Kalorienzahl von 347 Kalorien auf 100 Gramm. Dann habe ich was geholt. Ach nee, da habe ich noch Speisequark, sehe ich gerade. Und zwar in der Magerstufe, denn ich wollte mal diesen Kilo-Kick ausprobieren. Habt ihr den schon mal getestet? Würde mich mega interessieren, ob das wirklich was bringen soll. Denn wenn man den isst, nachts, also abends, bevor man ins Bett geht, sollen wohl die Pfunde purzeln. Gerade wenn man mal so einen Stillstand hat oder so. Ich bin gespannt, ob das was wird. Dann so eine Empfehlung von mir. Wenn ihr vielen Bloggern und so Instagrammern folgt, die so sehr auf Fitness aus sind, jetzt nicht so wirklich Ernährungsumstellung, sondern im Fitnessbereich halt, erzählen die euch ganz oft was mit Rezepten wie zum Beispiel Instant Oats. Kein Arsch weiß, was Instant Oats sind. Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert und es sind einfach nur Instant-Flocken. Köln Instant-Flocken. Hier steht auch noch Balance drauf. Ich hoffe, die sind noch ein bisschen punktefreundlicher, beziehungsweise sie werden sich verhalten wie normales vielleicht Vollkornmehl oder normales Mehl. Aber dadurch, dass es halt so, die sind halt irgendwie bearbeitet, dass das, dass man die halt für viele Rezepte einfach nutzen kann. Ich bin gespannt. Ich wollte nämlich viel ausprobieren. Ich habe keinen Bock mehr, da so eine Packung für 10 Euro oder so zu holen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und die kann man halt wirklich super nutzen dafür. Pro 100 Gramm haben die hier 366 Kalorien. Übrigens war da ein Mega-Stand von Rocca, also Rocca Nutrition. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die haben halt viel Whey, die haben Proteinbars. Ich habe alles gescannt und die waren mir nicht punktefreundlich genug, einfach muss ich sagen. Und vor allem fand ich es auch krass. Also da war eine Sache, die hat mich echt angesprochen. Das war so ein Kinderschokoladenbrotaufstrich. Der hätte jetzt 5 Euro gekostet, aber das war so ein kleines Gläschen. Und da habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, das bin ich irgendwie nicht bereit auszugeben dafür. Nachher schmeckt es auch nicht, weißt du, dann ist halt so das Problem. Wenn du weißt, es schmeckt, ist okay. Dann haben wir hier so einen Schoko-Koko-Vanille-High-Protein-Joghurt. Ich glaube, den kennen in der Weight Watcher-Szene mittlerweile alle. Habe ich gedacht. Ist aber nicht so. Meine Freundin Laura kannte den nämlich noch nicht. Schöne Grüße und die liebt ihn jetzt übrigens. Genauso wie halt noch welche aus dem Kurs. Und deswegen mache ich das auch immer gerne wieder. Ich könnte euch jetzt nur noch neue Produkte zeigen, aber es kommen halt auch immer Leute mit dazu zu den Videos, die es halt nicht kennen. Die wissen nicht, dass ein Skier halt quasi nichts hat oder hier, dass es sowas gibt oder ne, verschiedenste Sachen einfach. Und deswegen zeige ich euch das trotzdem immer ganz gerne nochmal. Dann wollte ich mal dieses Tandoori Chicken machen aus der Weight Watchers App. Und tatsächlich ist es eins der wenigen Gewürze, die ich nicht habe. Tandoori. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wonach das riecht, schmeckt oder so. Ich probiere es einfach mal. Ja, also es riecht sehr Asia, würzig, mäßig. Ballert auf jeden Fall von den Gewürzen her, würde ich sagen. Achso, ich wollte euch noch die Kalorienanzahl sagen von dem Joghurt. Das sind 81 Kalorien auf 100 Gramm. So, was haben wir noch? Ich habe noch eine schnörselige, öselige Zitrone hier. Und, achso, die ist übrigens auch für diesen Kilo-Kick. Da muss wohl irgendwie so eine halbe Zitrone rein, der Saft. Dann habe ich was gefunden. Ein Boko Skier, neu. Also es ist ja im Moment alles mit Skier, was ich aber cool finde, weil es halt sehr proteinlastig ist. Der ist punktefreundlich, er ist aber nicht so punktefreundlich wie diese Balance und sowas, was es alles gibt, diese Fitline und sowas. Der hat schon ein bisschen mehr, allerdings hat er dafür auch mehr Proteine. Das heißt, ihr seid einfach auch wieder länger satt. Wir haben hier einen Kalorienangabe, so, von 139 auf 100 Gramm, aber wir haben halt auch Eiweiß
11 Gramm auf 100 Gramm. Das ist schon echt ordentlich, finde ich. Und deswegen musste ich den einfach mal probieren. Auch wieder so schmeckt allgemein. Und ich glaube, das war's, liebe Leute. Ja, das war mein Edeka-Einkauf. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Infobox. Ich verlinke euch alles, was ihr braucht. Alle Infos zu mir, zu meinen Kanälen, zu meinen Produkten, die ich halt auch so regelmäßig nehme. Ich bin ja immer nicht so der Fan von, ich probiere 1000 Millionen Sachen aus, sondern ich habe so meine Marken, die ich halt immer benutze. Jetzt habe ich hier irgendwas verschoben. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ansonsten dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Freue ich mich sehr drüber. Es kostet euch nichts, außer ein Klick hier auf dieses kleine runde Knöpfchen. Zwei neue Videos gibt es auch mit dazu. Und ich sage tschüss und bis dahin, eure Laura.